sagte, die hatten alle so amerikanische Namen. Das sind alles Menschen gewesen, die nach Amerika auswandern wollten. Also te miejscowości za mostem miały wszystkie nazwy amerykańskie, ponieważ ludzie, którzy tam mieszkali, oni chcieli emigrować do USA. Ja, und weil die dann nicht ausgehen, hatte ihnen der König da Land gegeben. Und da sind diese großen Bauernwirtschaften. Ponieważ tam król przekazał tym ludziom ziemię i tam powstawały duże gospodarstwa. Als das Vaterbuch trocken gelegt wurde. Ja, ganz ja, also ja, vor Kresie, Barczańskie były osuszane. Aber also ich wollte anders sagen, die Namen hatten so den amerikanischen Klang, ja, ja. Nicht weil sie auswandern wollten, nur dass es eben sogenanntes neu gewordenes Land im Frieden geworden ist. Das ist der amerikanische, und haben dann das geholt. Also die hatten dann zum Schluss, und deine Eltern ja auch, so einen Planwagen mit Gummirädern schon, ein Pferd davor, und da sind die dann die Woche einmal da über Land gefahren und haben diese ganzen Lebensmittel eingesammelt. Denn bei uns hieß es immer, vom Erzeuger zum Verbraucher. Ja. Rodzice już wówczas mieli specjalny wóz z kołami gumowymi czy z oponami i bezpośrednio od tych producentów rolnych, od rolników zakupywali żywność i sprzedawali ją w Berlinie. Tak się mówiło, że bezpośrednio od producenta do odbiorcy. Ja.